Was hast du jetzt eigentlich für Bomben geladen? Standard. Standard, ah ja. Ja. Machst du bei dir eigentlich immer Nasenpin-Ups drauf oder gar nicht so? Mein übrigens bin direkt hier über dir, wollte ich nur gesagt haben, also will ich vorsichtig fliegen. Was zählst du als direkt über mir? Nee, du warst gerade, ich war gerade für einen kurzen Moment über dir und dann bist du schon hochgezogen. Henning, Ja. wir müssen auf die Bomberhöhe. Ich gehe auf die Bomberhöhe. Fünftausendfünfhundert Meter. Ja, 5.500 bis 6.000 Meter wären noch idealer. Also mir tut mein Auf Heckschützer welches richtig leid. Ziel? Welche Bomben hast du überhaupt? Ich habe die 2x908 Kilogramm Bomben. Henning, guck mal, mein Bauch klappt sich aus und ein. Interessant. Ich möchte was haben. Mach mal bei dir Rauch an. Okay. Ja, schön. Okay, ich hoffe, dass meine Heckdonner und so nicht alle erfrieren. Was mich halt wundert, in so einer großen Höhe müsste man auch extreme Probleme haben mit dem Druck oder nicht, weil das ist ja geöffnet an der einen Seite. Wie meinst du das mit einer einen Seite? Da sind irgendwie fünf Sachen geöffnet. Nee, eins, zwei, drei Sachen. Und dann halt eben der Bombenschacht. Und der ist hier auch noch mal in der Mitte gefühlt geteilt. Also fünf. Ja, dann sind es eben fünf. Malst du deinen Bomber auch eigentlich immer an mit Nasenpin-Ups oder solchen Sachen? Nein. Warum nicht? Muss doch mal machen. Nein. Gibt es hier Hentai-Pin-Ups? Nee, oder? Nein. Schade. Warte, unter mir ist eine PE2. Ist das eigentlich ein Bomber? Nee. Russland ist ein Feind. Und mit Deutschland verbündet. Und China. Und Japan. Aber China zählt nicht. Niemand spielt China. Bei den Flugzeugen. Ah, okay. Diese chinesischen Okay. Luftabwehrgeschütze in diesem Spiel sind so überpowered, finde ich. Das eins von 1940, habe ich das Gefühl, ist in Wirklichkeit von 1960 oder 50, ja. Weil das so krass ist. Nein, das kommt aus der Zukunft, 1000 Jahre voraus. Lul. Noch an die alten Zeiten angelegt. Ah, ich bin jetzt auf 6000 Metern Höhe. Das dürfte erstmal für mich reichen. Oder? Ja. Auf welcher Höhe bist du? Ja, ich bin jetzt gleich auch auf 6000 Metern. Ja, jetzt habe ich sie erreicht. Ich mache mir enorme Sorgen wegen der 1BF109, die da so schlagartig hochzieht. Eine BF109 zieht schlagartig hoch. Wo? Bei mir hier vorne, aber ich habe dies irgendwie aus dem Blickfeld wieder raus. Kann mal mein Motor nicht immer so schnell überhitzen?
Das ist ja auch noch die erste. Eine W17 ist einfach der Bomber des Jahres. Henning, glaubst du auf das Ziel, was du bombardiert hattest? Oder hattest du das ganz Ausmachen bombardiert? Ich habe gar keins bombardiert. Welches wolltest du bombardieren? Das ganz linke. Okay, das bombardiere ich, aber glaubst du, dass man das mit einer Bombe vernichten kann? Schmeiß 3 ab. Nein, ich muss ja noch das andere Ziel kaputt machen. Das ist ja auch schon, Dann schmeiß nur eine ab. Okay, und eine, und dann müsste ich auch das andere Ziel auch schon schaffen. Das Alter. Unversehrte oder das nur so ungefähr zum Viertelversehrte? Das zum Viertelversehrte. Okay. Oh mein Gott, ich merke schon wieder, wie meine Flügel nicht mehr wollen. Ich merke schon, wie die kurz davor sind. Der Japaner stürzt gleich ab. Ja. Du bist der letzte Flieger, Wine. Die werden jetzt alle auf dich gehen. Viel Glück. Ernsthaft? Ja. Nein. Doch. Nein, ich bin zu jung dafür. Ich bin zu jung. Ich bin zu jung. Ich bin erst Neubau. Ihr könnt mich doch nicht allein lassen. Und ich habe meinen Japsen-Freunden vertraut. Hätte der Japaner nicht ein besserer Jäger sein können? Scheiß Japaner. Oh, Alter. Nie wieder. Henning, weißt du zufälligerweise, wo das Flugfeld? Ich habe eine Minimap. Die ist erst da. Das ist da hinten? Junge, warum habe ich ihn schon so früh gewendet? Du fliegst die ganze Zeit in die falsche Richtung. Oh. Ich hoffe, die wissen nicht, wo ich bin. Oh, ich habe 20 Punkte. Henning, weißt du, ob die Jäger? Das sind nur Jäger, oder? Ja. Nice. Sie können uns nicht vernichten. Oh Scheiße, sie können uns vernichten, indem sie mich finden. Weil deine Flügel reißen ab. Scheiße, Alter! Ich töte mich noch selber. The Fighting Cock. Wine. Woher hast du diese Bemalung? Habe ich bekommen, weil ich ein guter Jägerpilot war. Alter, wie ich einfach mehr Schaden habe als ich jemals. Nein. Kommt da. Was ist dieses schwarze Zeug da, was da aus meinem Flügel kommt? Das ist auf jeden Fall kein Treibstoff, weil ich keinen Leck habe. Anscheinend brennt. Ich merke schon, wie die Bier von der Neun kommt! Weins, dein Tailgunner tut mir jetzt schon leid. Los, schieß sie ab. Super, darauf wäre ich nicht gekommen, Edding! Abschießen! Du stürzt gerade echt ab. Das ist irgendwie. Super, Edding! Also echt gute Bemerkung von dir. Ich dachte, ich komme nur, um den Boden zu küssen. Du brennst, Wein. Nein! Ich dachte, das wäre mit Feuerlöscher. Boom, tot. Also so eine schnelle Runde hatte ich in Mothern, glaube ich, noch nie gehabt. Die B17 vor uns hat das einfach geklärt. Nein, die hat dann schon einen besseren Motor. Wie ist denn diese Weite? Ach so, wahrscheinlich während wir nach oben gezogen haben, ist sie gerade auch nicht weiter. Links ist ein Flugzeug von uns, Wein, schnell. Du musst zu mir kommen. Das zieht in unsere Richtung. Du musst jetzt dringend mehr Schub drauf bekommen. Welches Flugzeug? Links an uns kommt ein Flugzeug, eine G8N. Wein, schnell. Du musst auf meine zu mir. Das ist ein Bomber! Das ist genauso gefährlich. Warum jagen wir nicht den Bomber? Wir sind doch auch Bomber. So Bomber jagen Bomber. So wie es sich gehört. Ja, ja, klar. Er kommt immer näher! Wein, schieß ihn ab, wenn er näher kommt. Ich brauche jetzt
deine ganze Deckung, die du mir geben kannst. Ich schmeiß jetzt eine Ja, aber deine Götter sollen gefälligst dann auch was machen, ne? Die schießen doch automatisch, aber ich helfe dann meistens mit. Also ich schmeiß jetzt eine Bombe ab und danach gehen wir zu deinem Ziel. Henning, ich flieg direkt hinter dir, ne? Also ja. Nicht langsamer werden. Ryan, die verfolgt uns, Tatsache. Ryan, die verfolgt uns! Ryan, du müsstest jetzt eigentlich gleich schon auf Bombenkurs sein. Ryan, die kommt immer näher. Hilfe! Schmeiß deine Bombe. Ja, warte! Ryan, Achtung, sie schießt ich auf weiß. Dich. Du bist zu schnell. Zu langsam, meine ich. Schmeiß die Bombe ab. Ja, nicht weit. Obwohl, doch, du musst beide abwerfen. Stimmt, da war ja was. Henning, sie ignoriert uns! Ah, ihre Gamma schießen! Ah, Henning! Schieß zurück! Henning, wir müssen auf Landungsanflug gehen! Zurück zum... Du... Ryan, warte, eskortier mich noch bis zu dem nach hier hinten. Ich hab einen Treibstoffverlust! Nicht Treibstoff, Öl! Ja, kann ja mal passieren. Nein, Henning, meine Base ist ganz stark beschädigt. Scheiße. Kannst du sie bitte vernichten? Ich schmeiß jetzt hier hinten meine eigentlich ab. Ich bin. Henning, aber dann kannst du noch ein Ziel vernichtet haben. Ja, ich schmeiß die ein, nicht die jetzt, die direkt vor mir ist, sondern das ein bisschen das dahinter, weil das ist ja schon angeschlagen. Das heißt, wir müssen. Du wirst das nicht töten. Du wirst es so nicht zerstören können mit einer Bombe. Das ist eine 908 Kilogramm Bombe. Ja, du wirst es damit nicht vernichten können. Ist doch nicht so schlimm. Und ich will jetzt auch nicht wieder in die Zwingung. Ich will jetzt endlich mal landen! So ein Himmelslandebahn, so ein Flugzeugträger in der Luft. Ja. Einfach ein Zeppelin, der riesig genug ist, um ganz viele Bomber und Jäger drinne zu lagern. Alles klar. Mit einer eigenen Fabrik drinne. Genau. Der Super Zeppelin. Schlafräume. Und was da noch dazu kommt. So, ich schaue jetzt meiner Bombe mal beim Fallen zu. Ah, da flieg ja ich und da bist du. Du bekommst meine Kondensstreifen ins Gesicht. Das ist mir egal. Ich flieg ja nicht in der Ego. Okay, jetzt fliege ich in der Ego. Henning, wir müssen aber schon jetzt mal nach unten ziehen und so, ne? Langsam. Wir müssen 5 Kilometer nach unten gehen. Ja, deswegen nehme ich jetzt meinen gesamten Schub raus. Ja, wir müssen ein bisschen weiter. Und machst einfach mal kurz den Adler. Klappen nicht auf Kampf, sonst reißen wir die wieder ab. Einfach Klappen ausmachen. Henning, aber nicht den Jägerflughafen, sondern den Bomberflughafen, der größere. Noch weiter ganz hinten. Ja, ich weiß, das im Notfall müssen wir auch auf dem Jägerflughafen landen, aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Ja, wir haben ja keinen Notfall. Ich habe ja nur einen Ölleck, der hier gerade auf 90 Grad erhitzt wurde. Ich bin während ich geflogen bin. Bin auf Null Schub. Kommst trotzdem. Na, jetzt entfernen wir uns voneinander. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter runter. Ah, Focke Wolf vor uns. Wir haben, Henning, wir sind eine Flying Fortress. Wir haben genug Granaten, die vernichten sollte. Ja, Flying Fortress, genau. Nein, Focke Wolf 190 hat Spreng-MGs. Die können uns einfach die Flügel abschießen. Nicht bevor wir sie vernichten. Ich habe ja bei. Denn ich habe jetzt. Ich habe ja bei mir. Okay, sag auch, du. Ich habe bei mir gepanzerte Ziele in meiner. Kanzelschütze 7,62 mm gepanzerte. Ja, die 7,62 sind die seitlichen. Genau. Oh Gott, ich bin zu schnell. Das sind, glaube ich, die seitlichen gewesen. Okay, gut. Kann sein, dass. Oh mein Gott, Henning, ich bin langsam, mach zu schnell. Ja, dann wackeln die Flügel so richtig immer, die reißen einen gleich ab und klatschen so in das Flugzeug rein. Komprimiert. Also wenn ich jetzt runtergehen würde, So, jetzt kann ich wieder runtergehen? Ja, ich auch. Nee, wir müssen einmal... Sollen wir von vorne und wir fliegen von hinten an, okay? Okay.
Damit wir direkt quasi wieder nach der Reparatur starten können und uns nicht erst wieder teleportieren müssen. Genau. Kostet auch so viel Zeit. Wurde ich eigentlich dolle getroffen? Ich wurde gar nicht getroffen, nur du, durch diesen scheiß anderen Bomber. Der sich plötzlich für einen Jäger gehalten hat. Ja, ja. Jagdbomber. Nee, Jagdjäger wollte ich gerade sagen. Genau, ein Jagdjäger. Nein, das ist ein Bomberjäger. Na warte, Jägerbomber. Jägerbomber. Ja, Messerschmidt 410, eine U188A, eine A7M. Was aus der Focke Wulf da hinten geworden ist, weiß ich bis heute nicht. Sie hat Magic eingenutzt. Magic. Die hat Magic eingenutzt. Genau. Penny, warum sind wir einfach so weit voneinander entfernt? Warum bist du so schnell? Hast du noch Schub drinne? Ich hab null Schub drinne, nee. WTF? Liegt das daran, dass einer meiner Rotoren vernichtet ist? Aber das ergibt doch keinen Sinn, ich mach doch eh keinen Schub. Wahrscheinlich wurden deine Flügel ja auch noch beschädigt, oder? Nein! Außer vielleicht so ganz schön mini-olivfarben. Wo ist jetzt das Flugfeld? Wo ist das Flugfeld? Das ist da hinten! Ach. Ich wollte nicht. Ich habe auf meine Tastatur gespuckt, scheiße. Geh. Wo dachtest du denn, dass das wäre? Dachtest du, das wäre irgendwo da vorne? Ja, ich war am Träumen, Entschuldigung. Ich muss jetzt etwas Geschwindigkeit erhöhen, damit ich noch da hinten ankomme. Fahrwerk ausfahren? Ich hab das mit Absicht gemacht. Ich wollte, dass du schneller landen kannst. Asymmetrische Klappensteuerung? Junge, meine Klappen sind nicht mal annähernd beschädigt. Wo soll die asymmetrisch sein? Sind doch alles gleich. Habe ich eine Fehlproduktion oder was? Am Ende ist es wirklich so eine Fehlproduktion, solche Easter Eggs im Spiel. Wir haben noch 2-4 Ziele vor uns. Das heißt, ich würde sagen, wir machen mit einer Bombe noch das zum Viertel zerstörte Ziel weg. Und dann gehen also ich mache das, was ich angehittet habe, ja, weg. Genau, und dann ist leider noch eins so zur Hälfte angehittet, das habe ich ja gemacht. Das machen wir dann auch noch weg und dann zusammen mit unseren restlichen Bomben gehen wir auf eins gemeinsam. Mhm. Falls wir noch restliche Bomben dadurch haben. Genau. So weit entfernt ist das Flugfeld. Ja, echt mal. Wie sollen wir von da hinten noch bis da vorne kommen, bevor unsere Jäger alle gestorben sind? Wir haben nur noch einen Jäger. Toll. Und es ist noch so eine KI-84, das sind auch diese Kamikaze-Flugzeuge gewesen. Nein, ich glaube, das sind mehr so solche Japsen. Aber die schon Jäger sind und nicht gleich. Diese Japsen, toll. Ja, das sind solche Japsen. Genau, solche. Ich sag so, ja, ich glaube, das sind die KI-Flieger. Im Sinne von, dieser Typ vom Flugzeug. Und dann kommt so, ja, diese Japsen. Okay, Henning, ich hab's geschafft. Ich bin angekommen. Henning hat's noch nicht geschafft. Henning, aber bitte pass auf, dass du mich nicht rammst auf dem Flugfeld. Wenn nicht, ich mach es frei. Ach du Scheiße, ich bin viel zu schnell. So, jetzt kannst du landen. Ich bin viel zu schnell, Wein. Alter, bin ich schnell. Bremsen! Wie schnell bist denn du? Schnell! Bremsen! Bremsen! Zur Seite ziehen! Ah, verdammte Axt! Henning, drück Q und E! Um deine hintere Klappe, um das da hinten zu steuern. Weil wenn ich hier hinten lande, zählt das auch noch? Das sind Bäume! Weil das sind Bäume, scheiße!
bremsen. Okay. Nein, Wait, ich krach in die Bäume. Ich krach so heftig in die Bäume. Ich krach so heftig in die Bäume rein. Henrik, das zählt schon nicht mehr als Flugplatz. Du bist schon fast einen Kilometer weg. Lande, wie schön. Wie ist du repariert? Hallo. Hört sich nicht so an, als würdest du repariert werden. Was soll das? Das ist doch jetzt. Bist du tot? Ich bin schon wieder am Abheben. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Ich habe ja noch nicht mal hier Bremsklappen bei diesem Bomber. Zählt das nicht mehr? Ja, ja, feini machst du. Wie ist du repariert? Ich glaube, ich hab eine Idee. Versuchst du dich irgendwie rauszupressen? Scheiße, aus dem scheiße, Bauch? Ich drehe. Warum, Spiel? Warum tust du mir das an? Du hättest langsamer werden müssen. Du hättest deine Landungsklappen früher ausfahren müssen. Meine Landungsklappen, stimmt, die gibt's ja auch noch. Kein Wunder, dass du zu schnell warst. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich Selbstmord machen? Nee, ich steig einfach aus, dann muss ich. Ja, ich konnte nichts machen. Ist das so unfair? Da müssten doch eigentlich Helfer vom Flugfeld kommen und sich um das Problem kümmern. Wie du einfach einen Kilometer noch weiter gefahren bist. Und hier ist ein See, der sieht aus wie ein Penis. Wo? Wo die KI gerade lang fliegt. Henning, guckst du mir zu? Nee, ich schau gerade der KI zu. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Flak, glaube ich, verloren gleich, oder? Vielleicht. Nee. Doch nicht. Könnt ihr mir sagen, was die feindlichen Junkers und alles so gerade machen? Bombardieren sie gerade? Nein, sie schießen die KI-Flugzeuge ab! Also nicht unsere KI, die da ist, sondern die KI. Oha. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, die KI halt eben, die künstliche Intelligenz. Kann ich mir sagen, warum die Junkers einfach 14 Kilometer entfernt ist und die KI nur 12, obwohl die Junkers viel näher aus als die KI halt? Ich versteh's selber nicht. Hallo, ist die dumm, die KI? Auf der Karte ist sie auch viel näher als die KI. Könnt ihr mir bitte Logik erklären? Ach so, okay. Überspringen wir einfach mal von den ganzen 14 Kilometern. Ziehen wir einfach mal plötzlich so innerhalb von 2 Metern weiter nach vorne. Einfach mal so plötzlich 3 Kilometer ab. Das ist nicht genauso. Okay, ich bin in. Ich wiederhole. The Flying Cock ist im Himmel. Da steht halt wirklich The Flying Cock drauf. The Fighting Cock, nicht The Flying Cock. The Flying Cock wäre auch komisch. Stell dir vor, eines Tages guckst du so aus dem Fenster und du siehst da so einen fliegenden Cock. Aber ich glaube, das soll heißen Kug. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das soll Kug heißen. Nee, ist nicht anders. Also, denn... Ich bin mir zwar nicht sicher, because my English is not very good. Und, Alter, hä, was? Wir haben noch einen Flieg? Hä? 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 Wir haben nur einen verbündeten Jäger. Ja, er hat gerade einen toten Flieger, der nicht mal mehr im Match drin ist, gerade einen Feind getötet. Geisterflugzeug.
Scheiß Cheater. Die KI, was macht die da? Hat die was gesoffen? Die muss doch nur noch die U188 und die Do-217 zerstören. Dann ist das alles erledigt. Keine Flugzeuge mehr. Warum schmeißt die KI jetzt hier ihre Bomben ab? WTF KI, wie? Kannst du mir mal sagen, wie du einfach 3 Kilometer Entfernung ein Flugzeug vernichtet hast? Erklär's mir. Okay, Henning, 2 Big Bombs are geladen. Ja, schmeiß nur eine ab, ist besser. Ja, ich weiß auch nur eine ab und die andere werfe ich dann auf den anderen, den du angehittet hast, ab. Ja, sehe ich genauso. Warum ist dein Bombenschacht schon wieder offen? Mach ihn zu. Den hab ich geöffnet. Ich bin doch gleich da. Hä? Sind ja nur etwas mehr als 6 Kilometer. Wir, die Junkers, stürzt gleich ab, Junge. Ich krieg einen Kollaps. Ich schlachte euch alle. Die Do-217 liegt da halt einfach immer noch. Die Do-217 will auch nicht sterben. Hast du dir das mal angeguckt? Ja. Wenn du Tab drückst, siehst du, dass die einfach nicht sterben will. Achso, wir haben keine Flugzeuge abgeschossen, deswegen. Ah. 3 Minuten, Henning, wir haben noch 3 Minuten. Ja, aber da wir ja eh am Gewinnen sind. Ich habe gerade einer meiner Bomben abgeworfen, ich bin so dumm. Ich schließ mein Bombenschacht wieder. Ja, jetzt gleich vergisst du auch noch wieder den aufzumachen. Das mag sein. Okay, Henning, ich nähere mich dem feindlichen Ziel. Bombenschacht öffnen, am besten noch nicht der Taste drücken. Okay. Ja, ich bin ganz nah. Ja, ich spüre es. Reiner schießt Flak auf dich. Warum sind meine Rotoren plötzlich alle kaputt? Rein, du musst die Bombe abwerfen. Kann ich jetzt noch nicht? Ah, dann sag doch nicht, ich komm nah. Bombe abgeworfen! Ich hab's gesehen. Hey, warum sind meine Rotoren alle kaputt? Die sind nicht alle kaputt. Die funktionieren. Die sind alle kaputt! Bei mir sind die nicht kaputt. Hey, der Rauch verfärbt sich nicht ohne Grund von weiß zu schwarz. Ich hab gar keinen Rauch. Ach, bestimmt. Bumm! Ich hab den Lichtblitz gesehen. Okay, jetzt gehen wir in einen Sturzflug, dann passiert was ganz Tolles. Ich gehe einfach auf das Ziel, was du angegriffen hast, Sturzflug. Oder soll ich auf die Junkers gehen? Geh mal auf die Junkers, wir gucken, was passiert. Nee, die ist mir zu weit entfernt. 7 Kilometer schaffe ich niemals in einer Minute. Ha! Ihr dachtet, dass ich das gesagt habe? Da liegt ihr falsch! Bom, bom, bom! Because, déjà vu, I just beat in this place before. Hiding on the street. We know what time to go. Oh no, being a mystery. Okay, stop. Okay. Stop it. Waifu Zone. Ich sag nur eine Sache. Stop! Don't touch me there! This is my no-no square! Kann ich den schon mit meinem Flug ab mit... Ja. So. Los, you! Das ist nicht meine U88! Wie soll es mein Motor... Wie gehen meine Motoren kaputt? Der zweite ist jetzt auch kaputt. Der dritte. Wein, du hast, ich glaube, ein paar Probleme mit deinen Rotoren. Das sind ausgefallen. Ohne Grund. Ich glaube, das stimmt irgendwas. Wein, du musst nur noch 10 Sekunden überleben. Wenn du das überlebst, dann bin ich stolz auf dich. Nicht so. Bekomme ich dann Keks? Nee, dann ist die Runde vorbei. Haben wir die ganze scheiß Runde durchgezogen?
Ja, moin. Zwei Runden. Eine ging extrem schnell, die andere. Whoop. Ich habe 8000 gemacht. Genau, die eine ging extrem schnell und die andere whoop. Was verstehst du unter whoop? Ich habe 20.000 gemacht. Ich habe 8000 gemacht. Papa-Text. Alter, Packy. Ich kann mein Flugzeug voll ausbauen. So. Henning, ich habe jetzt jede einzelne Bombe, kann ich jetzt auswählen. Welch Freude. Ja, welch Freude in der Meute. Ich habe mir jetzt erstmal neues 7mm MG-Kanzel geholt und einen neuen Kühler. Ich habe jetzt... Ja, Henning. Bitte erforschen, danke. Ja. Soll ich 12x500 LB-Bomben oder 2x2000 B? 2x2000. Das ist aber weniger. Hm. Aber mit den 500 ist es halt doof, das halt abzuschätzen, wie viel für ein Ziel. Ja, dann nehmen wir die 2x2000, 1000.